des Tulnerbach. Der letzte Tag heute leider schon. Es waren zwei sehr schöne Tage, schaffen wir schon hinter uns. Und heute wollen wir nochmal genießen, dass es noch einen Tag gibt. Ich freue mich sehr, dass ich den Gernot Galip Stampfl begrüßen kann. Auch die Friederike von Wächter und alle anderen Musiker, die noch dabei sind. Es ist ein besonderes Projekt, die Musik der Derwische. Wie ist der genaue Titel nochmal? Theben Derwisch. Theben Derwisch haben wir gesagt, genau. Ja. Theben Derwisch. Also eine Musik, die man nicht alle Tage hört, wird jetzt Gernot für euch musizieren. Gernot ist Musiktherapeut, ist auch Musiker, ist auch Lehrer. Also du hast ganz verschiedene Tätigkeiten in dir vereint. Und dann nach einer circa eine halbe Stunde werden wir die Sessel alle hinausräumen und dann kommt Mireille Perrot mit ihren Tänzerinnen und Tänzern. Viel Vergnügen! Schönen Nachmittag, hallo, nachdem wir die Kühne erklommen haben, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank an die Organisatoren, vor allem den Lukas und dem Team. Ich merke meinen Namen so schlecht, obwohl ich auf der Hochschule und der Schule unterrichte, wie gesagt, aber das ist echt furchtbar. Ich merke mir keinen Namen und darum weiß ich auch nicht, wie die anderen Mitstreiter von Lukas hier heißen, aber im Namen aller danke ich Ihnen für die Einladung. Wir waren vorher schon dabei und wir freuen uns, dass wir heuer wieder dabei sein können. Zum Tee beim Derwisch, so ist irgendwie das Motto von unserem Programm. Das korreliert auch mit den Bildern von der Friederike, die da hinten im Eck hängen. Da sind auch drei Derwische und zwei Dinge, die mit dem Tee zu tun haben. Weil in der Tradition vom Sufismus ist es üblich, dass das Lehrgespräch etwas ganz was Wichtiges ist mit denen, die was wissen. Und dazu gibt es dann eben meistens einen Tee. Und das ist irgendwie so ein schönes Symbol auch dafür. Und Tee haben jetzt keinen mit. Aber wir wollen zum Beginn einen musikalischen. Deswegen wollen wir zum Beginn einen musikalischen Tee bringen, sozusagen ein Lied über den Tee, nämlich über den Samovar, mit dem der Tee gekocht wird. Das ist ein Lied von den Tataren. Die Tataren sind in letzter Zeit ja auch, ein bisschen muss man sagen, leider wieder ins Bewusstsein gerückt durch die ganze Geschichte mit dem Krieg der Russen gegen die Ukrainer, wo Tataren sowohl betroffen auf der Krim sind, als auch in den jeweiligen Armeen und zu einem der größeren Opfern auch dazu gehören, weil sie als Soldaten rekrutiert werden, weil sie der muslimischen Minderheit angehören. Aber ja, nichtsdestotrotz wollen wir mit diesem musikalischen Tee da beginnen.
Tee heißt, wir freuen uns, dass ihr zu uns gekommen seid und wir haben den Tee schon zum Kochen gebracht mit der glühenden Kohle, also auch symbolisch. Wir freuen uns, dass ihr da seid, dass sie da sind. Ja, jetzt gehen wir ein bisschen in eine andere Gegend, die aber doch durchaus damit verbunden ist, nämlich nach Bosnien. Und in Bosnien gibt es eine ganz eigene Tradition an sozusagen klassischer Musik vor Ort, das heißt die Sevdalinka. Und eine der bekanntesten und ältesten davon, die wollen wir jetzt spielen, die handelt davon, dass sagt der Pascha in Istanbul, also damit ist gemeint natürlich der osmanische Sultan, der ist gestorben und seine Frau verschenkt jetzt seine Dinge und eine Träne tropft auf dem Polster und damit mit dem Klang des Isans, des Gebetsrufes, haucht er seine Seele aus. Das geht's in diesem Lied. Musikstück kommen, das eigentlich in der Türkei sehr bekannt ist, in Istanbul und Umgebung, aber es gibt auch dasselbe Lied am Balkan mit derselben Melodie in Bosnien mit einem anderen Text und wiederum
kann es gut sein, dass es auch dort nicht den Ursprung hat, sondern dass es eigentlich aus Spanien kommt und dass es mit den Juden nach, auf den Balkan gekommen ist, die ja von der Reconquista vertrieben worden sind von der katholischen, und die Muslime haben sie dann aufgenommen, die Juden, ganz viele, die meisten davon in Saloniki und in Sarajevo und in Istanbul. Ein großer Gegensatz zu dem, was leider gerade aktuell passiert, wo man denkt, Juden und Muslime müssen sich furchtbar hassen. Das ist genau das Gegenteil der Fall gewesen die meiste Zeit. Und das Spannende ist, dass sozusagen diese Melodie so durch Europa gewandert ist, ja, möglicherweise ganz vom Westen bis ganz nach Osten. Und so in diesem Geist wollen wir diese Melodie jetzt spielen. Wir werden sie nicht singen mit irgendeinem Text, weil wer weiß, welches der Originale ist. Aber unsere Freundin, die Mireille, wird dann dazu das mit Tanz versuchen auszudrücken. Thank you.
Dankeschön, Mireille. Wir haben das einmal kurz geprobt, ja, und dann haben wir gesagt, wir schauen einfach, wie das dann spontan kommt. Ich glaube, es ist ganz gut gelungen. Wir haben uns schon darauf gefreut, weil das Schönste ist immer, wenn es aus dem Moment herauskommt. Ja. Ich glaube, das ist immer das Wichtigste. Ja, wir wollen jetzt sozusagen noch einen Schritt tiefer in die Spiritualität hineingehen, und zwar in die Tradition des islamischen Sufismus, der islamischen mystischen Dimension, und mit einem Lied aus dieser Tradition. Das ist ein Text, der ist ungefähr 800 Jahre alt, von Yunus Emre. Das ist ein ganz bekannter und großer islamischer mystischer Poet, der in Anatolien gelebt hat. Und er sagt in diesem Lied unter anderem: Sage nicht ich, denn in mir bin ich nicht. Ein Ich ist in mir, tiefer drinnen in mir. Und das hat er immerhin 700 Jahre vor Sigmund Freud gesagt oder so. Und nicht in Wien. So, jetzt muss ich nur den schöneren Hut dafür aufsetzen.
Frau freue. Ich freue mich, dass meine Frau da ist. Friederike Magdalena Wächter-Stanfel. Sie ist eigentlich studierte Malerin und Lebens- und Sozialberaterin, arbeitet im Moment bei einem Frauenprojekt in Wien und spielt mit mir immer sehr schön und sehr viel Musik. Und auf der anderen Seite meine Tochter Nüket Stanfel, studiert im Moment, wie heißt das, technisches Bauingenieurwesen, ist eine der ersten Skispringerinnen in Österreich gewesen, auch Trainerin, jetzt längere Zeit, jetzt nur manchmal studienbedingt und spielt auch mit mir Musik und das ist, freue ich mich auch sehr darüber. Wir wollen als nächstes Programmpunkt, weil heuer jährt sich zum 750. Mal der Vereinigungstag, also der Tag, an dem ein ganz großer Mystiker, Sufi Mevlana Rumi in die andere Dimension gegangen ist, am 17. Dezember ist das. Und bekannt ist unter anderem sehr vieles von ihm, seine poetischen Werke, aber auch der Drehtanz, den er nicht erfunden hat, aber der in der Tradition, die in seinem Namen geführt wird, die sein Sohn begründet hat, praktiziert wird. Und wir wollen jetzt sowas hier zeigen. Das ist sozusagen ein getanztes Gebet, ein Gebet mit ganzem Körpereinsatz. Und die Symbolik davon ist, dass man sozusagen mit der rechten Hand von Gott bekommt und mit der linken Hand gibt man es an die Umgebung weiter, ohne selbst was zu wollen. Das heißt, man stellt sich ganz dem Willen Allahs, ganz dem Willen Gottes zur Verfügung, was ja das Wort Islam auch heißt, Hingabe. Und die Nüket wird jetzt zu einem Sema, das heißt, der Ausdruck dafür, wird den jetzt hier für uns machen. Falls jemand sich inspiriert fühlt, mitzumachen, bitte auch gerne. Hak ile seyredir.
Artemis, achte, wer fade, Achilles, Artemis, achte, wer fade, Semasafa, Chashefa, Ruhavetade. Dankeschön. Damit schließt sich ein Kreis auch wieder zu diesen Bildern. Das haben wir uns natürlich überlegt. Also ein Konzept. Man sieht dann auch, wer auf diesen Bildern da zu sehen ist. Meistens werden nur Männer gezeigt, aber wir wissen, dass Hasa Demeblana Rumi 40 Tage unter Frauen auch im SEMA gewesen ist. Also es ist, ist nicht so, dass das nur Männer machen dürfen, sondern natürlich für alle Menschen, die das gerne tun wollen und sich dazu eingeladen fühlen. Und wir haben ja heute so eine kleine Reise gemacht. Wir waren bei den Tataren, wir waren in Bosnien. Das waren leider Gegenden, die in letzter Zeit in Europa auch nicht immer ganz friedlich waren und sind. Und leider ist es ja im Moment auch gerade wieder ganz aktuell im Nahen Osten, wo ziemlich das eskaliert ist, da wird Religion dann auch immer als Vorwand genommen, um irgendwelche politischen Dinge hier zu fabrizieren. Und ich habe vor längerer Zeit zu einem sehr ähnlichen Anlass ein Lied dazu geschrieben. Und das ist ein Gebet auch, dass die Dinge friedlicher werden mögen. Ja Allah, ja Selam. Selam ist einer der 99 schönen Namen Allahs und Eigenschaften, der Friedliche, der Frieden. Und wenn wir das singen und mehreren Sprachen probieren und wenn wer möchte mitsingen, dann ist es vielleicht ein bisschen verstärkt auch. Und damit wollen wir uns auch verabschieden und für die Aufmerksamkeit bedanken. Ja, Allah.
Ya Allah, ya Selam.